Heute bin ich nochmal im Europapark Rust. Sie wundern sich wahrscheinlich, weil ich keine Schaustellergeschäfte hinter mir habe, sondern eigentlich eine Rezeption eines Hotels hinter mir habe. Und wenn ich dann hier rüber gehe, dann werden wir einen schönen Gang noch sehen, einen Klostergang auch nachempfunden. Und dieser Klostergang und diese Rezeption mit den Mönchen oder in Anrufungszeichen, die da die Leute empfangen, wenn Leute ankommen hier, das bedeutet ja, dass wir irgendwo ankommen. Wir sind nämlich in einem Hotel im Europapark Rust. Santa Isabella heißt dieses Hotel. Und das ist so einem Kloster auch nachempfunden. Es hat also etwas mit Religion zu tun. Es ist gar nicht so oberflächlich, sondern viele Einzelheiten. Eine Kapelle, eine Jakobuskapelle und manches andere können wir finden. Es ist interessant, dass hier gespielt wird mit dieser Welt draußen, mit den Sehnsüchten, die wir haben, aber auch mit unserer religiösen Sehnsucht, mit unserer Religion und all dem Bestreben, was in diese Richtung auch zu finden ist. Und dann sehen wir hier noch die Familie Mack, die ja dieses Ganze hier vor 37 Jahren gegründet hat. Der Gründer, der Herr Mack ganz vorne auch sitzend. Und er hat diesen Satz geprägt: Freude dem, der kommt, Friede dem, der verweilt, Segen dem, der weiterzieht. Ein wunderbarer Satz, den wir ruhig immer mal wieder uns verinnerlichen könnten. Weiterziehen. Auch das werden wir und tun wir immer wieder. Ihnen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.